Ja, Dirk Schneider bei der Mopo seit inzwischen 11 Jahren für Nachwuchsfußball und Amateurfußball zuständig und auch davor schon im Hamburger Bereich tätig für Amateurfußball. Ich stelle euch heute meine Traumelf der Amateure vor. Und zu Anfang möchte ich gleich mal was tun für die etwas älteren Zuseher auf Elbkick. Mein Traumtorwart ist Olaf Sieg. Ich hoffe, der heißt Olaf. Der war jedenfalls in den 80er Jahren Keeper bei Cordi, stammt von meinem alten Verein Horner TV. Mein älterer Bruder ging mit ihm zur Schule. Ich verbinde mit ihm einfach nur schöne Spiele von Concordia. Mit denen geht es zum Teil auch weiter. Eigentlich ist die ganze Abwehrreihe von denen, fällt mir gerade auf. Oliver Möller, später auch noch bei ganz anderen Vereinen, wie auch dem HSV. Inzwischen, glaube ich, irgendwo an der Ostsee beheimatet, in den baltischen Staaten. Einfach ein super Außenverteidiger, auch im hohen Alter noch einfach klasse für diverse Clubs. Lurup fällt mir da ein. Piet Wiele dürften alle von euch kennen, inzwischen Trainer in Osdorf. Einfach ein riesig authentischer Kerl, ein prima Abwehrspieler. Flo Mohr ist hier nicht so sehr wegen seines aktuellen Vereins FC St. Pauli, sondern weil er einer der doch zahlreichen Spieler ist, die es irgendwie dann vom Amateurverein in den Profibereich schaffen. Er auch bei Concordia als ganz junger Spieler, vor allem dafür auffällig, dass er sehr, sehr wenig Freistöße verschuldete. Einfach ein netter, guter Typ. Dennis von Malotke ist hier, weil ich ihn in einem meiner ersten Artikel, damals noch für Sportmikrofon, als ganz jungen Spieler mal derbe in die Pfanne gehauen habe, eine ganz üble Note gegeben habe, einfach nicht erkannt hat, was für ein prima Spieler und prima Kerl er ist. Deshalb gehört er auch in meine Elf der Amateure. Zu den Offensiven muss ich gleich mal erklären, hier ist ein Dreieck drin und die müssen zusammen drin, weil sie in den letzten Jahren einfach klasse waren, wenn sie zusammen spielen. Yaya Kunat inzwischen bei Norderstedt, Della Cuesta und Jan Lander inzwischen bei Kurs Lack. Die drei haben für Bergedorf mal richtig gewirbelt. Die haben auch noch dann gewirbelt, als Bergedorf den Regionalliga-Aufstieg verweigerte und ein ganz ominöses Bild abgab, was die Meldung anging. Auf jeden Fall, die drei sind einfach so eine schöne Offensiveinheit, dass sie zusammen hier rein müssen. Wer immer hier reingehört, ist Berkan Algan. Enfant terrible, immer aufregend. Wenn er mal nicht gut ist, war er trotzdem noch mit voller Kanne dabei. Einfach schön, wenn es solche Spieler immer mal wieder gibt. Anstrengend allerdings für jeden Trainer. Trotzdem gehört er in so eine Elf rein. Dazu noch für die etwas älteren Mini Köhlert, Mittelfeldspieler, ganz, ganz feiner Techniker, muss einfach da rein, auch wieder ein bisschen für eure älteren Zuschauer. Dann fehlt uns nur noch hier außen Carsten Wittebeer, inzwischen für Niendorf im Management tätig. Einfach ein Riesenspieler, der eigentlich ein bisschen weiter nach vorne gehört, weil er meistens ganz vorne spielte. Und mein Trainer der Traumelf ist Lutz Göttling, weil ich Lutz schon sehr lange kenne, weil ich immer das Gefühl habe, dass er ein ernsthafter Bursche ist, der weiß, wie man langsam stetig gut vorankommt. Und ich gönne ihm, dass er die Regionalliga erreicht hat und da jetzt mit Viktoria einfach mal versucht, was jeder Hamburger Verein tun sollte, möglichst hoch spielen und dann sehen, was draus wird. Ja, das war sie, die Traumelf. Ich hoffe, ihr konntet mit der was anfangen. Bis bald.